Moin Moin und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Fallout 76 Tutorial. Heute geht es mal um die Händler. Ich habe mir am Anfang, im Let's Play vor allem ursprünglicherweise, gedacht, dass tatsächlich jeder Händler sich den gleichen Capstash teilt. Das stimmt aber so nicht und dafür möchte ich euch jetzt mal eine Map einblenden, in der wir jetzt quasi alles mal anschauen können. Wir haben in diesem Spiel mir bekannt bisher 7 verschiedene Fraktionen. Das sind die Responder, das sind die Raider, das ist Whitespring, die Enklave, der Free State, freie Staat, ich weiß nicht genau, Brotherhood of Steel und Unique. Ich habe die im Let's Play auch alle noch nicht aufgedeckt, das sind Infos aus dem Netz. Und diese 7 Fraktionen im Endeffekt, die haben alle ihren eigenen Capstash, würde ich jetzt mal sagen, also einfach ihr eigenes Limit an Caps, also die Händler-Bots von den einzelnen Fraktionen, also sagen wir mal, alle Responder-Bots teilen sich ihren Capstash. Das heißt, alle Responder-Bots haben pro Tag 200 Caps. Ja, ist egal, zu welchem ihr geht, sobald ihr den einen leergeräumt habt, sind alle leer. Jetzt könnt ihr aber natürlich, wenn ihr jetzt 200 Caps pro Fraktion bekommt, mal 7 sind logischerweise 1400 Caps am Tag quasi durch Bots ausgeben, indem ihr denen Sachen verkauft. Es gibt verschiedene Methoden, wie man relativ fix an Materialien kommen, die man gut verkaufen kann. Da gibt es zum einen mal die Mottenmann-Eier, da gibt es die verschiedenen Exploits, wo man dann, also bei dem einen Exploit, den es bei mir schon auf dem Kanal gibt, das ist diese Tesla-Falle, ich weiß gar nicht mehr genau, wie es heißt. Tesla-Bogen, glaube ich. Die entschärft ihr und dann bekommt ihr ja die Schaltkreise raus. Die Schaltkreise könnt ihr für einen Cap pro Schaltkreis verkaufen beim Händler. Kommt auf euren Charisma-Wert an. Das könnt ihr natürlich noch erweitern, aber generell ein Cap pro Schaltkreis und könnt dann somit quasi euch 1400 von diesen Schaltkreisen schnell farmen über den Exploit und könnt es dann beim Händler verkaufen. So, aber wie gesagt, Exploits nutzen ist gefährlich, ihr könnt dafür gebannt werden, ich würde es nicht tun. Das heißt, falls ihr da Interesse habt an anderen Methoden, wie zum Beispiel die Mottenmann-Eierfarmen etc. pp., wer es noch nicht kennt, schreibt mal in die Kommentare, wenn ich da was bringen soll, wie man denn möglichst fix an Ressourcen rankommt, die man dann bei den Wendern pro Tag, also pro 24 Stunden verkaufen kann. Ich denke aber mal, es sind tatsächlich keine 24 Stunden. Ich denke mal, irgendwann werden die Server geresettet pro Nacht und die Dailies werden ja auch irgendwann resettet. Das ist bestimmt ein bestimmter Zeitpunkt, den ihr da habt. Sagt einfach mal Bescheid, dann können wir da vielleicht genauer drauf eingehen. Aber ihr seht jetzt hier auch die Kreise eingezeichnet. Ich hatte leider keine Map parat, die alle Punkte schon freigeschalten hat. Deswegen habe ich die Punkte ganz weggelassen. Und ihr könnt da euch grob die Position anschauen und ihr erkennt es ja trotzdem. Also ihr lauft da hin und findet dann trotzdem die ganzen Stationen etc. Das meiste sind ja sowieso irgendwelche Railway-Stationen, wo die Händler drin sind und den Rest findet ihr auch. Zusätzlich zu sagen ist noch, beim Whitespring Bunker müsst ihr die Quest für die Enklave fertig machen. Das habe ich im Stimpack-Video kurz erklärt, wie ihr das machen könnt. Ist aber nicht spoilerfrei, weil da geht es um eine Hauptquest. Brotherhood of Steel, Unique und Free State weiß ich leider selber noch nicht. Falls ihr da noch Tipps für mich habt, wie man das freischalten kann oder ob man, also ich glaube mal Brotherhood of Steel, der Händler ist sowieso immer da, weil das ist im Shopping Plaza von Vertoga. Da müsste der Händler generell einfach frei zur Verfügung stehen, ohne die Quests zu machen. Unique genauso, da kommt ihr auch easy hin. Beim Free State war ich aber noch nicht. Ich bin da dran vorbeigelaufen, ich war bei dem Bot noch nie. Deswegen, wenn ihr da Infos habt, das wäre ganz cool. Aber die anderen sollten alle so, wie sie da sind, da stehen. Außer bei der Enklave, da braucht ihr halt erst die Quest, damit ihr mit denen handeln könnt. Ja, das war es eigentlich dann für heute auch schon wieder. Wie gesagt, täglich 1400 Caps, nur durch die Bots. Dann könnt ihr mit den verschiedenen anderen Varianten, um Caps zu farmen, weitermachen. Und das geht nämlich relativ fix. Also wie gesagt, die Mottenmann-Eier kann man, das ist drüben in Motham, kann man ultra schnell farmen und die gehen für 4 Caps das Stück, glaube ich, weg, wenn man ein bisschen Punkte in Charisma gesteckt hat. Das geht richtig, richtig schnell und ihr könnt einfach Server hoppen und die ganzen Eier looten. Ja, ich glaube, ich bringe dazu einfach mal ein Tutorial, ich habe es jetzt so oft gesagt. Ich hoffe, ich konnte euch weiterhelfen, ich hoffe, ich konnte die Blender damit, also jetzt die Bots, ein bisschen besser erklären und ihr versteht es jetzt besser für alle, die dies noch nicht wussten. Und in diesem Sinne, haut rein, habt viel Spaß und ciao, bis zum nächsten Mal.